So, und damit wieder mal herzlich willkommen zur neuen Part von Final Fantasy VII Mashup. Wir haben genug gepennt. Marlene geht's gut. Aber es ist noch mitten in der Nacht. Da hinten ist eine Materia. Nett. Barrett? Was macht denn der da? Und ich habe Lust, mir erstmal die Materie zu holen. Im Schneckentempo. Kleiner Spoiler: Es ist nicht immer Barrett an dieser Stelle. Man kann auch Aeris treffen und Tifa. Wobei Aeris natürlich das allerbeste ist, Tifa sozusagen der zweite Rang und Barret ist sozusagen mit eigentlich das seltenste Phänomen, weil man dann wirklich nämlich alles verkackt haben muss, was es so gibt an Minimissionen. Aber ich bin mal gespannt, was er zu sagen hat. Hey, Barris. Gönn dir eine Pause, solange du kannst. Du dir auch. Mach dir um mich keine Sorgen, ich bin safe. Wenn ich die Augen schließe, kommen die Erinnerungen hoch. In Avalanche war ein frecher Bengel namens Finn. Egal, was man ihm auftrug, er hat es nie richtig gemacht. Aber malen konnte der Junge. Die Stamp-Symbole in den Tunneln? Die Dinger hat Finn dort gemalt. Al war für die Aufklärung zuständig. Unheimlich gerissen und hat überall Sicherheitscodes aufgetrieben. Aber sonst hatte er nur Frauen im Kopf. Er hatte immer und überall einen Strauß Blumen in der Tasche. Für den Fall, dass er ein Mädchen trifft, das ihm gefällt. Wer weiß, vielleicht hat er die Blumen von hier. Bei Tifa hat er es übrigens auch mal versucht. Aber an der ist er abgeblitzt. Klar ist er das. Nelly hat das Material beschafft, hat viel mit Jesse zusammengearbeitet. Die beiden wurden oft für Schwestern gehalten. Sie haben dann immer lauthals protestiert, dass sie sich gar nicht ähnlich sehen würden, aber gefreut hat es sie doch. Ach, was mache ich mir überhaupt Sorgen? Wie ich sind diese Leute hart im Nehmen. Wenn Aeris gerettet ist, stelle ich euch vor. Ja, gerne. Wer hätte gedacht, dass du so ein guter Zuhörer sein kannst? Hat es geholfen? Ja, jetzt kann ich schlafen. Ja, cool. Erst Marlene und dann Wedge. Ich stehe tief in ihrer Schuld. Sagen Sie mir, wenn es etwas gibt, was ich für Sie tun kann. In Zeiten der Not hilft man sich. Elmira? Ich habe darüber nachgedacht. Ich glaube, sie ruft mich. Deshalb. Cloud hat recht. Aeris braucht uns. Ich will ihr helfen. Wir sind Freunde. Ich habe es immer verdrängt. Ich wusste,
dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Und trotzdem. Bitte, rettet meine Tochter. Gut gemacht. Papa! Lenchen. Gehst du weg? Es tut mir leid. Du musst jetzt tapfer sein. Ich würde so gern bei dir bleiben. Wirklich. Aber Papa wird gebraucht. Da sind Bösewichte, die unsere Welt zerstören. Papa kämpft gegen diese Bösewichte. Ich muss den Planeten und die Menschen in den Slums vor ihnen beschützen. Süß. Darum muss ich gehen. Das Mädchen, das dich gerettet hat, braucht jetzt nämlich unsere Hilfe. Schließlich muss ich mich auch noch bedanken, nicht wahr? Weißt du, dieses Mädchen... Ja? Geh ihr helfen. Das mach ich. Ach, verdammt. Du kommst zurück, oder? Klar, wie der Wind. Gut. Ich warte hier. Die ist so knuffig. Wir Shinra die Hölle heiß. Oh yeah. Vergiss nicht, warum wir gehen. Schon klar. Wir gehen, um Aeris zu retten. Auf geht's. Sag mal, wie sollen wir denn auf die Platte kommen? Züge fahren schließlich keine. Dann laufen wir halt entlang der Schienen. Völlig ausgeschlossen. Im Ausnahmezustand können wir alle bekannten Routen und Wege vergessen. Was schlägst du dann vor? Kennt einer von euch einen Geheimweg? Wir nicht, aber jemand anders garantiert. Corneo. Also auf zu Corneo, heißt das wohl, ne? Huh. Habe ich schon eine Weile nicht mehr gespielt und gleichzeitig wieder bin ich total geflasht von diesen super geilen Cutscenes. Ich finde, die Story ist einfach sehr, sehr schön erzählt und trotzdem ist es immer so ein leichter, fader, böser Beigeschmack von allen Dingen, halt auch besonders böse, weil irgendwie viele Charaktere in diesem Spiel wissen, dass Aeris sterben wird. Zumindest. Hey, Leute! Alle mal herhören! Was zum Teufel? Ich habe unglaubliche Neuigkeiten für euch aufgetrieben. In ihrer wilden Zerstörungswut hat die Gruppierung Avalanche Reaktor 1, 5 und dann auch noch 7 in die Luft gejagt. Doch diese möchtegern Ökokriege haben keinen blassen Dunst von Sprengsätzen. Das Ergebnis? Sektor 7 in Trümmern. Außerdem hängen diese Verbrecher nuckelnd am Geldbeutel von Wutai. Die edlen Ziele, die sie vorgeben, sind eine billige Fassade. In Wirklichkeit sind sie nur Handlanger. Geschickt von Wutai, um einen neuen Krieg anzuzetteln. Jetzt wisst ihr es. Das waren die neuesten Neuigkeiten frisch von der Platte. Macht 5 Gil. 5 Gil macht das. Ist das wahr? Hinter all dem steckt eigentlich Wutai? Diese Schweine, die wollen doch nur unser Marco. Bricht jetzt etwa wieder Krieg aus? Wir müssen uns gegen Wutai zur Wehr setzen. Hey, 5 Gil. Kiri, Informationen wachsen nicht auf Bäumen. Du hast keine Ahnung von Geschäftsmodellen. Halt die Fresse. Wenigstens diese Lüge muss ich klarstellen. Denkst du, das interessiert die? Dass
uns überhaupt noch jemand zuhört? Nein. Tifa, hör mal. Wir müssen nichts bereuen, was wir getan haben. Uns bleibt nur eins, unbeirrt weiterzumachen wie bisher. Komme, was wolle, das Feuer in uns brennt weiter. Ja, aber sieh dich um. Nicht nur nach vorne, sieh dich richtig um. Barrett, wach auf. Die Leute haben Angst. Wenn wir Leute in Schwierigkeiten sehen, sollten wir versuchen, ihnen zu helfen. Oder wir ignorieren sie, konnten wir immer. Was ich sagen wollte, irgendwie einige Figuren wissen jetzt einfach tatsächlich das Schicksal von Aeris bereits Bescheid. Und das durch ganz komische, ja, Verzwickungen. Ich meine, Cloud weiß es sogar insgeheim irgendwie. Zumindest hat es schon irgendwie ein paar Flashbacks gehabt. Und die kleine Marlene war im Arm von Aeris und hat es auch gesehen. Deswegen wollte sie jetzt gerade was zu ihrem Papa sagen, aber konnte es dann doch nicht. Das ist alles nicht ganz so einfach. Hey, du musst Cloud sein. Sam hat mir schon so viel von dir erzählt. Wenn uns jemand helfen kann, dann du. Als ehemaliger Soldat hast du sicher genug zu tun. Ja. Aber solltest du doch etwas Zeit haben, könntest du uns vielleicht helfen, unsere entlaufenen Chocobos zu finden? Der Sturz der Platte hat sie so verschreckt, dass sie einfach davongelaufen sind. Die armen Tiere müssen jetzt sicher irgendwo Angst und Hunger leiden. Oh, sie tun mir so leid. Wir hatten die Augen offen. Keine Sorge, eure Chocobos finden wir schon. Vielen Dank. Bitte gebt ihnen das hier zu fressen, wenn ihr sie findet. Mir fehlen insgesamt 3 Tiere. Sie heißen Coco, Rollo und Momo. Wenn sie ihr Gemüse bekommen, sollten sie sich beruhigen und von alleine nach Hause finden. Danke. Cool. Ach, wir können immer noch kostenlos reisen. Das ist gut. So. Wir reisen mal zum Wallmarkt. Oder laufen wir zum Wallmarkt? Komm, wir reisen mal schnell. Vorwärts! Und hier ist Sektor 6, ne? Ja. Bam, bam, bam. Der schöne Wallmarkt. Gehen wir nochmal ins Fitnessstudio. Ich guck mal, ob man da nochmal ein Minispiel machen kann. Hey! Ich wette, du kannst bis zur oberen Platte klettern, wenn du das Rohr benutzt. Weißt du das nicht? Der alte Mann im Waffengeschäft kann dir mehr erzählen. Was? Ich bin nur noch schon zufall reingegangen und der hat mir direkt einen ultimativen Tipp. Geil. Also man kann so ein Rohr hochklettern. Ah ja. Wo ist denn hier das Waffengeschäft? Da, wo Guns draufsteht. Oder Gun. Michigan. Und da ist der alte Mann. Hey, alter Mann. Hey, du willst zur Plattform hoch? Hier, nimm eine Zinkbatterie. Was? Du willst mir was verkaufen? Was du gerade gefunden hast? Hä? Das wusstest du? Aber ich hab sie repariert. Warum brauche ich eine Batterie, um zur Plattform hochzuklettern? Das wirst du schon sehen, wenn du ankommst. 100 Geld pro Stück. Okay, ich nehme sie. Willst du dich verarschen? Mir auch recht. Aber wetten, du kommst wieder? Okay, okay. Boah, die müssen jetzt eigentlich teurer werden. Das wäre geil. Okay, ich nehme sie.
Batterien. Ach schade, ich dachte, ich könnte mehr auswählen. Das ging jetzt aber nicht. Hey, was hast du denn eigentlich für mich so? Könnten eigentlich... Boah, eine PS4-Version habe ich abartig viel Kohle und hier fehlt mir hinten und vorne. Allerdings haben wir hier auch nicht so eine lange Spielzeit aktuell, ne? Ich glaube nur 3 Stunden oder so habe ich hier gespielt. Muss man sich mal wegtun. Spielzeit hier wahrscheinlich schon insgesamt 4 Stunden. Willst du mal was Tolles sehen? Komm mit! Okay. Hier insgesamt so 4 Stunden bis zu diesem Ende, sag ich mal, von dem Remake. Und beim Remake dauert das Ganze 30 Stunden. Das ist schon hart. Und... dann kommt Leo. Weil die Kinder haben ja schon was gefunden. Na dann. Ah, hallo. Die sind alle an diesen Kabel hochgeklettern. Unheimlich ist das. Könnten wir da hochklettern? Ja, das ist die Verbindung zur Oberwelt. Okay, wir klettern den Kabel hoch. Das schaffen wir nie. Weißt du, wie hoch es geht? Natürlich geht das. Schau, was du sagst. Schau, was sagst du dazu? Das ist ein ganz normales Kabel. Ah ja? Für mich sieht's aus wie ein wunderbarer Strang der Hoffnung. Du hast recht. Es ist der einzige Weg, der uns bleibt, um Aeris zu retten. Das war ein seltsamer Vergleich, Barrett, aber ich kann dich verstehen. Wir probieren's. Auf geht's! Oh Mann, das ist grausig. Hey, ganz schön unheimlich, was? Papa hat mir gesagt, dass Shinra dahinter steckt. Ja, da hat dein Papa nicht Unrecht. Ich glaube, hier werden wir wahrscheinlich eine Batterie brauchen, oder? Wenn ich vielleicht eine Batterie einlege, könnte der Propeller laufen. Machen wir das mal. Ich schätze, ich muss dem Verkäufer einfach glauben. Okay. Hallo? Achso, ich bin wieder kaputt. Alter! Okay, sehr schön. Dies scheint die einzige Chance zu sein, auf die Schranke zu springen. Ich könnte es schaffen, wenn ich springe, bevor sie mir zu nahe kommt. Verwende Kreuz zum Springen. Okay. Ja, ich hab's kapiert. Ja, ich hab den Text am ersten Mal auch verstanden.
Ja, und nochmal den ganzen Text. Ach, leck mich doch. Besser. Kletter einfach weiter gerade hoch. Moment, wann geht das? Oh, ja, es geht, aber es ist absolut belanglos. Dass ich da runterklettern kann, ist absolut auch belanglos. Wo ist das? Er hat ja gesagt, das Ding darf nicht so nah dran sein. Also wieso ist denn das... Hä? Ich check das nicht. Ey, das ist... Hä? Warum ist denn das jetzt immer zu früh? Okay, jetzt mach ich das mal, wenn es ganz weit weg ist. Das ist auch zu früh? Hä? Willst du schon verarschen? Oder soll ich drücken, wenn es gerade wieder weggeht? Ich soll ernsthaft drücken, wenn es wieder weggeht. Das ist doch wohl ein Witz. Warum sagt denn er dann, das darf nicht zu nah dran sein? Jetzt geschafft. Hey, du solltest dich in diesem Gebäude auskennen. Ich weiß nicht. Da fällt mir ein, dass ich... Das ist das erste Mal, dass ich im Hauptquartier bin. Ich habe schon davon gehört. Die Stockwerke über den 60. sind besondere Etagen. Und selbst Angestellte können nicht einfach da hoch. Dort haben sie vermutlich Aeris eingebracht. Die Sicherheitsvorkehrungen sind jetzt ziemlich locker. Okay, lass uns gehen. Warte einen Moment. Du willst doch nicht etwa direkt durch den Haupteingang gehen. Was denn sonst? Ich werde Shinra zeigen, was Sache ist. Und dann... So geht das nicht. Wir müssen einen anderen Weg finden. Da gibt's keinen anderen Weg. Wenn wir weiter so unsere Zeit vergeuden, wird Aeris... Das weiß ich. Aber wenn sie uns hier erwischen... geklaut. Was sollen wir tun? Lass uns einfach reinstürmen. Nein. Wir sollten uns reinschleichen. Siehst du,
müssen vorsichtig sein und einen anderen Weg suchen. Ich würde sagen, wir speichern erstmal.